Der FC Bayern München wird einen Star verlieren, und zwar niemand geringeren als Ivan Perisic, der ausgeliehen war von Inter Mailand und seinen Job, finde ich, sehr gut gemacht hat. War ein solider Backup gewesen, aber ja, hat auch in seinen Minuten, wenn er gespielt hat, sehr gut gemacht. Also ja, Backup wäre jetzt ein bisschen zu wenig gesagt, aber klar, er ist jetzt kein Spieler, den die Bayern auch langfristig aufgebaut hätten als den neuen Superstar auf der Seite, eher als einen soliden Backup behalten, aber das wird nicht passieren. Obwohl sich Karl-Heinz Rummenigge wohl persönlich bemüht haben soll, diesen Transfer abzuwickeln, hat es nicht geklappt. Hansi Flick sagte: "Ich möchte mich bei Ivan für seine Leistung und seinen Beitrag zum Gewinn des Triples bedanken. Wir haben sehr gerne mit ihm gearbeitet. Gerade in der Finalrunde der Champions League in Lissabon hat man gesehen, was für eine Qualität Ivan hat." Das Problem ist, warum man ihn nicht geholt hat, man wollte ihn ja holen, ist, dass er erstmal ein sehr hohes Gehalt hat, 11 Millionen wohl verdient bei Inter aktuell, plus, ja, die Italiener, also Inter Mailand, wollten 20 Millionen Euro haben, später jetzt noch 15, und das war den Bayern zu viel. Ja, finde ich sehr schade, sage ich ganz ehrlich. Klar, ich kann auch die Bayern verstehen, dass man das abwägen muss. Auf der anderen Seite, sie haben nun mal mit Leroy Sané und einem Serge Gnabry und einem Coman drei Spieler, die alle eher verletzungsanfällig sind. Einen soliden Backup-Spieler wie Perisic fände ich da extrem wichtig. Und ich finde, die Bayern sollten trotz Corona-Krise so viel Geld eigentlich noch haben, ihn zu holen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man es nicht macht. Ich bin gespannt, ob auf den Außenbahnen noch irgendwas passiert. Weil nicht, dass sich zwei Spieler verletzen und du musst auf einmal wieder Thomas Müller auf die Außen stellen oder irgendwie so komische Experimente machen, die ich gar nicht gut finde. Deswegen, so ein Perisic, finde ich, kannst du immer gebrauchen. Aber klar, wenn das Gehalt so hoch ist und die Ablösesumme, ja gut, kann ich natürlich auch irgendwo verstehen. Schade, ich fand Perisic bei den Bayern stark, ich fand, er hat es gut gemacht und ich hätte ihn mir weiter gerne bei den Bayern gewünscht. Gut, kommt jetzt nicht dazu. Was sagt ihr? Was ist da eure Meinung? Haben die Bayern dann Fehler gemacht? Oder sagt ihr, na gut, hat jetzt halt alles nicht gepasst, dann muss er halt gehen wieder. Wird sich vielleicht bei Inter Mailand, bin ich mal gespannt, ob er sich da durchsetzen wird. Hat er jetzt auch sehr viel Konkurrenz, weil Inter Mailand ja auch gut eingekauft hat. Aber was sagt ihr dazu, eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.